Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fishing Simworld mit mir, dem Underwater Frank. Wir sind heute auf Koi-Karpfen. Wir haben hier auch schon den ersten Koi-Karpfen dran. Auf Tigernuss habe ich jetzt alle drei Routen mal gemacht. Und ich habe einen Schlammköder dran, aber dazu kommen wir gleich, wenn wir den Fisch raus haben. So, gucken wir mal. Da haben wir den ersten Koi-Karpfen. Wir sind hier gerade am Bergsee. Ja, am Bergsee. Da bin ich ja mal gespannt, hier, was der jetzt an XP gibt. Kommen wir auch gleich noch zu meiner Ausrüstung. Miguel, sag mal was. So. Hol den mal raus. Da haben wir den ersten Koi-Karpfen. Vielleicht sogar named. Vielleicht sogar named. Wir haben den ersten Koi-Karpfen. Gleich mal einen Screenshot machen hier. So. Gucken wir mal. Koi. Ne, das ist ein normaler Koi-Karpfen. Persönlicher Rekord. 11 Kilogramm. Und ja, auf Tigernuss. Ja, da haben wir unseren ersten Koi-Karpfen. Mal kurz einen Screenshot machen. So. Ja, ich würde hier gleich mal kurz einen Cut machen und dann bin ich gleich wieder da. Ja, ich zeige euch mal meine Ausrüstung. Ja, ja, jetzt, ich höre dich auch. Ja, Miguel ist heute mit am Start. Moin, moin, Miguel. Hallo. Hallo. Ja, wir gehen mal kurz in das Inventar rein. Also ich habe hier immer noch die Start-Angelroute, aber ich habe jetzt mal eine 20 LB monophile Schnur drauf gemacht. Ein Dark Matter Montage Haken, ein Vierer für Schlamm. Der ist für Schlamm und die Tigernuss 20 mm Gemüse halt. Und wir stehen jetzt hier am, ich gehe mal auf die Karte, jetzt hier am Bergsee und wir stehen hier oben an dem Spot. Und ich habe jetzt so ein bisschen, ich weiß nicht, ob man die Maus hier sieht, ich habe jetzt mal so ein bisschen hier hingeworfen, in die Mitte des Sees. Und da hatte ich den jetzt gerade gefangen. So, also ich habe auch an allen Routen die gleiche Montage. Ich schmeiß noch mal aus. Vielleicht fangen wir ja noch einen Koi-Karpfen. Ansonsten fängt man hier halt alles Mögliche. Und ich habe jetzt halt Schlamm genommen. Ihr könnt ja auch mal anderen Untergrund probieren. Aber meine Haken sind jetzt alle Schlamm. Hier haben wir jetzt Kiesel. So, mal gucken, ob wir, hier haben wir Schlamm. Da lassen wir den gleich liegen. Aber den ersten Koi-Karpfen haben wir. So, dann nehmen wir die zweite Route. Da gucken wir mal gerade. Die hole ich mal rein. Kann sein, dass da schon einer dran war. So, schmeißen wir auch mal nach da. Und einen schmeißen wir mal geradeaus. Ich glaube, da kommt schon der nächste Fisch. Hier haben wir auch Schlamm. Ablegen. Ich spiele jetzt gerade einen Controller. Da auf die 3, da ist der Fisch. Mal gucken, vielleicht haben wir nochmal einen schönen. Vielleicht kriegen wir auch den Named Koi-Karpfen hier. Wie gesagt, der eine hatte mich mal gefragt, warum die Fische bei mir Bossfische heißen. Das ist halt von dem Spiel, also Eurofishing, da hießen die Fische früher Bossfische. Und ja, das sind jetzt hier quasi Named-Fische. Und ja, wenn die halt einen Namen haben, sagen wir halt immer noch so aus Erfahrung dazu Bossfisch. Und ja, deswegen sind halt eigentlich nur Trophäenfische. So, mal sehen, was haben wir jetzt hier. Das sieht aus wie ein Geisterkarpfen oder sowas. Wie gesagt, den Sound kann man leider nicht abstellen hier von den Bissanzeigern. Das war aber auch schon Eurofishing so. Und das mit dem Sprachchat haben wir nachgelesen. Das wollen die mit dem nächsten Update patchen, dass man den Sprachchat ausmachen kann. Ansonsten hört ihr euch dann immer nämlich doppelt. Ne, Miguel? Ja. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Das könnte wirklich ein Geisterkarpfen sein hier. Oder dürfte gleich müde sein. Also die Koi-Karpfen gibt es übrigens am Waldsee und aber auch am Bergsee. Das sind, glaube ich, die einzigen beiden Seen.
wo man den Koi-Karpfen fangen kann. So, da haben wir den nächsten. Na, was ist das? Das ist, glaube ich, wirklich ein Geisterkarpfen. Oh, ein Dings, Miguel. Namedfish. Cliff. Haben wir Geisterkarpfen, Cliff Tiganus, ja. Cool. Haben wir einen Namedfish hier, sehr schön. Haben wir schon mal den ersten. Der gab jetzt auch mega viel XP. Übrigens, ihr kriegt die TP, so wie wir das jetzt rausgefunden haben, wohl nur, indem ihr Level aufsteigt. Also ihr kriegt hier nicht für jeden Fisch TP, ne, sondern wirklich nur, wenn ihr ein Level up habt. Und ich habe auch schon gehört, wenn man Level 100 ist, kann man wieder von vorne anfangen zu leveln. Sozusagen wie bei Prestige, wie bei Call of Duty, wo man dann immer wieder von vorne leveln kann. Geht ja auch nicht anders, weil wenn man wirklich nur die TP fürs Level up kriegt, dann wäre es ja Quatsch, wenn man mit Level 100 keine TP mehr kriegt. Deswegen haben die das wohl reingemacht. Aber hier haben wir normalen Karpfen. Und die Bremse mal ein bisschen höher machen hier. Wie gesagt, ihr braucht eigentlich nur wirklich darauf achten, wenn das rote Ausrufezeichen leuchtet. Dann müsst ihr eventuell von der Bremse ein bisschen runter. Aber ansonsten braucht ihr euch hier keinen Kopf machen. Aber ein Named und ein Koi-Karpfen, das läuft schon mal. Ja, Tiganus, ne, Miguel, hast ja auch schon Eurofishing gute Fische mitgeangelt, ne? Ja, immer, die besten. Ja. Bester, größter Köder, größten Fische irgendwie. Ja. So, hier haben wir nochmal einen normalen. Eigentlich reicht das hier auch schon fast, wenn ihr zwei Routen auswerft. Alle drei Routen, das bümmelt so schnell. Jetzt können wir cashern. So, was haben wir hier? Ein Spiegelkarpfen, 12,7. So, gleich nochmal in die Richtung auswerfen. Ihr könnt auch mal mit Tutti Frutti probieren. Habe ich auch schon gehört, dass da einige mit Koi-Karpfen gefangen haben. Oh, oh, da wechselt das zwischen Alge und Schlamm. Ah, jetzt hat er Alge. Schade. Nochmal kurz in die Hand nehmen. Oh, haben wir gleich einen Biss. Leute. Also ihr könnt ja auch ruhig mit euren Anfangsrouten noch lange Zeit angeln. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt komplett neue Routen kaufen oder rollen oder sowas. Also es reicht eigentlich mit dem Anfangszeug aus. Das Wichtige ist halt nur, dass ihr eventuell eine stärkere Schnur nehmt, einen größeren Haken und halt die Köder halt freischaltet. Das reicht eigentlich hier aus. Also klar, wenn ihr nachher zu viel TP habt, könnt ihr euch das natürlich alles holen. Eigentlich kriegt man auch mit den Anfangsrouten jede Fische raus. Also ich habe noch keine Probleme. Nö, ich hatte auch noch keine Probleme, irgendwelche Fische rauszukriegen. Ja, ja. Ja, das mit dem Sprachchat, das trübt so ein bisschen. Den Multiplayer ist ein bisschen schade. Aber die wollen auf jeden Fall mit dem nächsten Update das patchen. Lederkarpfen, okay. So, gleich nochmal in die Richtung hier. Und wie gesagt, Koi-Karpfen fängt man jetzt nicht wie am Fließband. Die sind halt doch schon sehr random. Also ist nicht so, dass ihr jetzt ständig Koi-Karpfen gezielt rausholt. Ne, ab und zu ist halt mal einer dabei. Ihr seht ja auch so ein bisschen die Oberflächenhinweise. Da könnt ihr euch auch so ein bisschen dran halten, wo die Fische gerade sind. So, jetzt haben wir zwei auf Schlamm. Da brauchen wir, glaube ich, nicht lange warten. Die dritte lasse ich jetzt einfach draußen. Bin ich eigentlich laut bei dir zu verstehen, Miguel? Ganz normal. Also ganz normal. Normal wie im Discord auch. Okay, okay. Ja, nochmal als Info. Es könnte sein, dass ich Pro-Fishing vielleicht um ein paar Tage verschiebt. Das wissen wir noch nicht so genau. Also der 5. Oktober ist erstmal Zieltag für Profishing, für die Beta. Könnte aber sein, also versteift euch nicht unbedingt auf den 5. Könnte sein, dass es vielleicht noch ein bisschen sich vielleicht um ein, zwei Tage maximal noch verschiebt. Also
Müssen wir mal schauen, ne? Ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Sobald die Beta, sobald ich die runterladen kann und spielen kann, schreibe ich euch auf jeden Fall auf Facebook und Twitter. Nochmal so als Info. Und ihr könnt dann auch gerne, wenn ich dann einen Livestream anschmeiße, könnt ihr auch gerne bei uns mitspielen. Weil es soll ja mit 30 Spieler Multiplayer, soll das ja funktionieren. Das nochmal als kleine Info am Rande. Oh, oh, was ist denn hier los? Oh, direkt ausgeschlitzt. WTF. Mal die Bremse ein bisschen runter machen hier. Schade. Das war wohl was Größeres, so wie es aussieht. Das scheint was Größeres gewesen zu sein. Oh, hier haben wir wieder Schlamm. Also Köder, wie gesagt, könnt ihr hier Tigernuss nehmen. Könnt auch mal Tutti Frutti probieren. Gehackter Wurm, wurden auch schon welche gefangen. Könnt auch mal den SCB nehmen oder den Active 8 Bolly. Also Active 8 Bolly habe ich auch schon gesehen, wurden auch schon welche drauf gefangen. Können wir wirklich noch die dritte Route hier, oder? Ne, brauchen wir nicht, wollte ich gerade sagen. Oh, da scheinen wir was ganz Kleines zu haben, oder? Ja, eine Schleie. Eine Schleie. Und noch eine Bremse? Ah, geht noch. Oh, jetzt geht die andere. Oha. Jetzt erstmal die Schleie rausholen und dann gucken, was das andere noch ist. Gucken, jetzt ist er müde. Komm ran, komm ran, komm ran. Müssen wir den nächsten Fisch rausholen hier. Schleie, Tigernuss. Die haben auch unterschiedliche Farben, die Schleien. So, mal sehen, was wir hier jetzt haben. Ja, Spannung bleibt noch unten. Ah, jetzt geht's so hoch, ne? So, vielleicht haben wir hier nochmal einen Koi-Karpfen dran, wer weiß. Aber die sind ja echt schnell. Was ist das denn? Alter. Das ist eine Schleie. Ich glaube, eine Schleie. Alter Schwede, ist die schnell. Alter Verwalter. Ah. Eine 2,6 Kilo Schleie. Ah, hier haben wir Alge. Geht schon los. Ja, also wirklich, wenn man erstmal das Spiel so ein bisschen drin hat, ist das schon recht simpel von der Steuerung. Gerade mit Controller lässt sich das eigentlich ziemlich easy spielen. Ja, braucht er eigentlich... Für Controller gemacht, ne? Ja, für Controller gemacht, ja. Gibt's ja auch für die Konsolen das Spiel, ne? Xbox One, PlayStation 4. Und ihr braucht eigentlich im Grunde genommen nur einkurbeln und mit der Bremse halt ein bisschen spielen. Ne? Und wenn er halt, wenn die Spannung zu hoch ist, macht ihr die Bremse ein bisschen runter und haltet die Rute vielleicht so ein bisschen in die Richtung von dem Fisch. Ne? So ein bisschen runter und dann macht ihr die Bremse bis runter und dann ist das eigentlich easy, easy Drill hier. Ja, wie gesagt, also mit Simulationen hat das eher weniger zu tun, das Spiel. So, dann haben wir den nächsten Fisch. Schleie, Tigernuss. Schmeißen wir mal so ein bisschen in die Mitte jetzt hier. Oh, da haben wir den nächsten. Da müssen wir jetzt schnell sein. Nicht, dass der gleich wieder abhaut. Oh ja, der ist, glaube ich, oder? Nee, der geht auch noch. Und wenn die Spannung zu niedrig ist, dann erhöht ihr halt die Bremse und kurbelt halt schnell ein. Weil zu niedrig darf sie auch nicht sein. Haben wir, glaube ich, eine Praxe.
Ah, der ist gleich draußen. Na komm raus. Jetzt packt er hier am Ufer. Praxe 4,6, weiter geht's. Also Palavino schreibt auch gerade, er hat am Waldsee das probiert und er hat halt mehr durch Glück einen Keulkarpfen gefangen, ne? Wie du schon gesagt hast, Miguel, ne? Ja, ist halt doch, ist mal mehr Glückssache, dass man den dran hat. Der ist auch einfach relativ selten. Ja, einfach mal ein bisschen probieren und dann wird das schon, ne? Genau. Ich hatte ja auch noch kein Glück. So. Meint, vielleicht habt ihr auch ein bisschen mehr Glück. Vielleicht geht bei euch ein Köder halt, fangt ihr ein bisschen mehr Koi-Karpfen drauf. Oder vielleicht auch mit dem Untergrund, ja, dass vielleicht die auf Steine, also auf Kiesel oder auf Alge vielleicht doch besser gehen. Müsst ihr mal ein bisschen testen. Aber ansonsten ist das schon ein seltener Fisch. Ist ja auch ein sehr teurer Fisch. Ja, wenn ihr das aus den China-Restaurants kennt. Mit dem Aquarien. Sind schon sehr teure Fische. Ich will mal eine Futterrakete dahin schmeißen. Gucken. Ah, die fliegt immer ein bisschen weiter, ne? Ah, die ist deutlich zu weit. Ja, da soll sie hin. Ah, bist du auch gerade im Drill? Ja, klar. Wenn du einen Keulkarpfen dran hast, sag Bescheid, ne? Dann komme ich mal lang gewatschelt. Mach ich. Ich schmeiß die dritte Route. Schmeiß die dritte Route jetzt auch nochmal aus hier. Wo haben wir denn? Da hinten haben wir Oberflächenhinweise. Gucken. Schmeiß mir da mal hin. Da sind viele Oberflächenhinweise. Oh, dann geht's schon los. Welche ist es? Die 1. Mal wieder was Kleines, oder? Ja. Also die Keulkarpfen, die sind schon eher ein bisschen größer, glaube ich. Also so klein werden die, glaube ich, gar nicht. Ansonsten ist das halt vom Grillverhalten ähnelt das schon sehr doll. So die Fische, die verhalten sich teilweise schon recht ähnlich. Und ich habe jetzt auch noch nie, also bisher noch keinen wirklich mega langen Grill gehabt. Muss ich auch mal ehrlich so sagen. Auch mit einem 15 Kilo Hecht mit der Anfangsroute war auch kein mega langer Drill. Habt ihr wahrscheinlich schon im ersten Video gesehen. Was haben wir hier? Wieder eine Schnee, so ein Spiegelkarpfen, glaube ich.
Ja, wieder gleich müde hier. Mal sehen, was sie hier haben. Der ist schon ziemlich weit weg hier. Oh, der scheint. Mal gucken, ob der ein bisschen stärker ist. Oh, der scheint, glaube ich, nicht so groß zu sein. Was haben wir da? Ach, wieder ein Karpfen. Wieder ein gemeiner Spiegelkarpfen, glaube ich. Ja, ich würde sonst sagen, an der Stelle, wir gehen mal kurz nochmal zu Miguel rüber. Aber ich würde sagen, an der Stelle machen wir hier erstmal einen Break. Wie gesagt, am Anfang habt ihr gesehen, wie der Keulkarpfen aussieht. Neben Geisterkarpfen haben wir auch noch gefangen. Gehen wir mal Miguel Hallo sagen hier. So, moin. Oh, du hast hier ein schönes Outfit schon an. Oha. Moin. Moin. Ja, sexy Jogginganzug. Sehr gut, moin moin. Ja, Emotes gibt's hier glaube ich nicht, ne? Nee. Bitte? Emotes gibt's hier nicht, ne? Oh, da ist was dran. Nee. Oh. Oha. Gucken mal, was Miguel da jetzt gleich für einen Fisch rausholt. Das ist halt echt cool, dass man das so sieht, was der andere drillt. Schon so cool gemacht. Mal gucken, ob wir hier schon was sehen. Und ich glaube, man kann mit bis zu 8 Leuten. Ja, das sieht aus wie eine Praxe, ne? Oder, ja, ja. Irgendwie sowas, das ganz kleine. Na, jetzt holst du ihn gleich raus. Jetzt portet er sich, glaube ich, gleich da zu der Stelle, ne? Denn da ist er. Miguel. GZ. Gut, dann würde ich sagen, an der Stelle mache ich erstmal einen Break und danke nochmal Miguel fürs Mitmachen, ne? Ja, gern. Und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge oder im Livestream auf Twitch TV. Vielen Dank. Tschüss.